Mit meiner Zeit auf den roten Reifen war ich nun nicht zufrieden. Das war eine 1.9215, unsere Bestzeit, und die von Alonso auf den gelben 1.9523. Unsere Bestzeit auf den gelben 1.9310. Und damit hallo allerseits und willkommen zum Qualifying aus Brasilien. 55 Ressourcenpunkte. Viel Glück da draußen. Und der Chef immer wieder ich. Wir werden die frischesten Teile seit langem haben, zu Beginn eines Qualifyings, denn alle haben noch gar keinen Prozent runter, außer das Getriebe. Das hat Rennwochenende 4 von 6 gerade auf den Ketten. Willkommen in Interlagos, São Paulo. Wir hoffen, Sie haben einen schönen Samstagnachmittag und leisten uns beim heutigen Qualifying für den großen Preis von Brasilien Gesellschaft. Wenn es darum geht, Rundenzeit aus der Strecke herauszuholen, erreicht man das gewöhnlich durch Maximierung der Spitzengeschwindigkeit. Sollte man den Abtrieb minimieren, die Kurven mit Risiko angehen und auf den Geraden alles rausholen? Die Teams sind mit einer Vielzahl von Teilen eingetroffen, mit denen sie das meiste aus den langen Geraden herausholen wollen. Die Wagen werden zwar in den Kurven schwerer zu steuern sein, aber das gilt ja dann für alle Teams. In den Kurven im zweiten Sektor hatten wir im freien Training gar keine Probleme, da hatten wir stets die Lila-Zeit. Aber in den anderen Ecken, Und dabei sind wir schon mit Abtrieb von hinten 1-1 gefahren. Das Autochen einstellen. Aero 1-1. Fahrzeughöhe 7-7. Und damit legen wir los. Regnen soll es ja zu Beginn des Qualifyings nicht, gegen Ende dann. Aber ob wir da überhaupt hinkommen, das wage ich mal sehr stark zu bezweifeln. Hülkenberg fährt schon. Wir legen auch los. Los! Na dann, los! Auf Stadtziel ist noch keiner, so schnell ist Hülkenberg nicht rum. Jess, sehr leise. Geht in Ordnung. Wetterbericht. Bedingungen sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Trockenreifen passen gerade am besten. Das sind unsere Teile. Extra für Brasilien aufgespart, für das Rennen der Saison. Zumindest mein das Rennen der Saison. Ein Ferrari hinter uns, den lassen wir jetzt hinter uns. Der schickt sich da zu spät an. Weil er noch einen guten Abstand zu uns hat. Zu spät gebremst, dritter Gang, ja, aber zu spät gebremst. Nicht das Qualifying an dieser Stelle beenden. Das wäre nicht neu. Also noch eine Runde aufwärmen. Eine 7er Zeit. Oho.
hinter uns ist ein Red Bull. Mal wieder gut getarnt auf der Streckenkarte. So, recht schnell in den vierten schalten. Das war ja im Training eine kleine Erkenntnis aus der letzten Runde. Schöne Kurve, schön genommen. Hier bleiben wir definitiv im sechsten Gang. Werde ich nicht umschalten, jetzt war ich jetzt wieder aus dem Scheiße. Ach, jetzt wieder aus dem Mist. Gesamtstromladung ist sehr gut. Weißer Balken ist aber... Na, ich hätte eigentlich umgeschaltet auf Überholen. Deswegen habe ich ja vorher auf Mittel gespart. Nochmal 2 Zehntel gewonnen. Jetzt bin ich zweiter außen. Mich nervt der Haas nicht. Ein Stück Zeit außen bin ich. Schöner Ausgang. Strom scheint kein Problem zu sein auf der Runde. Jetzt war ich hier sehr langsam. Und zu viel Randstein mitgenommen und gleich auch 3 Zehntel Rückstand. Okay, heute nochmal eine kurze Sparrunde. Lass den Red Bull gleich vorbei. Da hinten kommt dann der nächste an. Die roten Reifen lassen sich hier ganz gut fahren. Die nutzen jetzt auch nicht so schnell ab. So, den Renault mache ich auch noch Platz. Und wir können weiter. Ah, schöner Weg, die Kurve. 1,5 Zehntel gewonnen. Schön, schön, schön. Jetzt muss ich das aber auch durch den Rest der Runde ziehen. Die Kurve passt auch. Zwei Außen gefahren. Und zwei innen. Na toll. Vielleicht die ganze Zeit wieder. Mist. Die Runde wird's nicht mehr, aber wir holen Schwung für die nächste. Wir fahren nochmal.
4,5 Tankrunden haben wir noch. Das war letzte Runde besser, eindeutig. Jetzt habe ich nämlich 2/10 Rückstand. Vorhin hätte ich knapp 2/10 Vorsprung. Und Zeit aus, Mist, kostet viel Zeit. Eine Runde probiere ich noch. Gefühlt lassen die Reifen aber auch schon gut nach. Also jetzt nicht katastrophal zu fahren, nee, aber halt nicht mehr so wie zu Beginn. Das merkt man. Noch ein kleiner Vorsprung, aber es hätte viel mehr sein können. Jetzt kommt da jemand raus, Mist. Das ist wirklich sehr Mist. Das war auch Mist. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Mal gucken, ob wir mit der Zeit weiterkommen. Aktuell 10. Eine 7er wurde es nicht bei uns. Eine 1.8.1.9.9, unsere bisherige Bestzeit in diesem Rennwochenende. Gar nicht gefragt, wo Alonso steht. Tendenziell wird er zeitlich nochmal zugelegt, also müssten wir noch schneller fahren und gerade sind wir ja bloß 10. Alonso 8, okay. Steht aber nicht utopisch weit vor uns. Im ersten Sektor sind wir sogar schneller als er, aber dafür verlieren wir Mittelsektor, Mann. In dem letzten sind wir nur ganz knapp langsamer als er. Gerade im Mittelsektor. Ach, ärgerlich. Der Abstand nach hinten ist überhaupt gar nicht groß. Wenn wir uns die letzten 5 anschauen. Oh oh. Da sind wir schon 12., 13. Wir fliegen raus, schätze ich. Letzte Minute. 14. 14., oder? Ja, wow. Kimi auf der 1. Was ist denn heute los? Vettel auf der 13 dafür. Vettel aber auch mit den gelben Reifen. Eine 7,5er Alonso. Okay, 7/10 sind das. Gescriptet. Zum Weiterkommen bräuchten wir aktuell eine 17,7. Und womöglich fahren die ja nochmal schneller. Leclerc hat es auch nur ganz knapp geschafft. Ausgeschieden Pierre Gasly, Ericsson, Grosjean, Stroll und Sirotkin. Die beiden Williams mal wieder ganz hinten. Also ich habe meine Bestzeit im Kopf. Ich weiß, was gerade theoretisch gefahren werden musste, um weiterzukommen in Q2. Und wie es gleich aussieht, das sehen wir mal.
muss gleich richtig, richtig schuften. So, auf keinen Fall in der Boxengasse die Nase anhauen. Wetterbericht. Von sich aus sagt er das nicht mehr. Wetterbericht. Der Regen lässt ein paar Runden auf sich warten, aber er kommt bestimmt. Sei vorsichtig da draußen. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Wetterbericht. 5 Minuten bis zum erwarteten Regen. 5 Minuten bis zum Regen. Trockenreifen passen gerade am besten. Ich lasse den Knaben mal vorbei. Wetterbericht. Sieht so aus, als käme der Regen. Wir erwarten ihn in etwa 5 Minuten. 5 Minuten bis zum Regen. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Okay. Jeff, sei leise. Jeff, sei leise. Alles klar. Die Reifen haben zwar überhaupt nicht die richtige Temperatur, aber 2 Runden gebe ich uns mal. Die Runde fühlt sich erstmal sehr sauber an, bis hierhin. Hoho, Vollgas geblieben. Aber da merke ich gleich mal den Unterschied zwischen den angefahrenen Reifen von Q1 und den frischen jetzt. Der ist schon immens. Man muss das Potenzial dann aber auch schnellstmöglich ausschöpfen. Sonst wird's halt Brühe. Sechser, Siebener, 8-2. Nicht ganz so schnell wie in Q1, aber wir haben noch eine Runde. Die gebe ich uns noch. Zu viel Gewalt. Mit dem Dreher haben die Reifen auch noch mal etwas wegbekommen. Mit der Zeit werden wir nicht weiterkommen. Wir sind jetzt schon Achter. Status Teamkollege. Fernando derzeit auf P6. 6. Platz für Fernando. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 7,9. 7,9 und da fehlen uns 3 Zehntel. Okay, ich gebe uns noch eine Runde. Wir werden schon nicht in Q3 kommen mit den Reifen, aber wenigstens 11. Wieder zu voranstellen, Mann. Das ist so ein unnötiger Zeitverlust. Thank you.
Vierzehntel. Hoffentlich kommen wir mit den Reifen nicht weiter. Ich will einfach nur Elfter werden. Aktuell Zehnter, Alonso Neunter. Es muss nur einer schneller fahren. Kommt, einer muss doch schneller fahren können. Update, beste Runde. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,7,9. Und Fahrer vor mir. Fernando vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 7,9. Hoffentlich regnet es jetzt nicht gleich. Wetterbericht. Laut Radar haben wir bald wieder wolkenlosen Himmel. Noch ungefähr 10 Minuten Regen. Trockenreifen passen gerade am besten. Mhm. Status Konkurrent. Fernando ist derzeit auf P9. Ah, ja. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,7,9. Wir haben schon keine hohe 1,9er, 1,7,9er. Aber Alonso ist nochmal drunter. Mann, ohne den blöden Randschienenüberfahrer in Senna S bei der zweiten Kurve hätten wir den Alonso womöglich bekommen. Oder halt irgendwo anders. Ein paar Hundertsteln findet man ja ganz schnell. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Aber eine 1,7 habe ich auch hinbekommen. Ja, man merkt, da kommt was vom Himmel. Mit den Reifen starten. Ich hoffe, wir haben da noch genug Gummi auf den roten und auf den späteren gelben. Ich will ja nicht mit den weißen fahren. Man hört es auch plätschern und man hört den Arm rumzucken. Nee, das war der Helikopter. Dieses blöde Randchen überfahren in Kurve 2. Es kostet so viel Schwung, weil ich da vom Gas gehen muss. Ansonsten stellt es mir den Wagen richtig quer und uns haut es irgendwo rechts in die Bande. Keine absolute Bestzeit, das wäre auch wohl zu viel gewesen. Oh, 4000stel. In Sektor 1 haben wir das meiste rausgeholt. In Sektor 2 wieder 2 Zehntel verloren und im letzten Sektor auch nochmal etwas mehr als ein Zehntel. Irgendeiner muss doch jetzt schneller fahren. Vettel, oder? Ricardo im Grunde auch, aber der fährt die gelben. Fährt gerade überhaupt jemand? Ja, gelbe Reifen bei Ricardo, er fährt aber rein. Es fährt gerade niemand anderes. Nur auf der Strecke sieht man da auch rechts. 0 von 15. Na, womöglich kommen wir weiter. Komm, einmal kann doch jemand schneller fahren als wir. Einmal. Und auch nur einer. Komm schon, Spiel, enttäusch mich nicht. Ich guck nochmal kurz, welche Reifen die fahren. Gar keiner fährt. Toll. Wir kommen weiter, so wie es aussieht. Nein. Wir sind weitergekommen. Na toll. Na gut, aber das lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Ausgeschieden Ricardo, Vettel, Leclerc, Magnussen und Brandon Hartley. Kein Zwischenfall. Wäre mir die Runde doch bloß in der ersten Runde gelungen. Jetzt haben wir womöglich auch noch Regen, ne? Ne, trocken. Okay, schnell rausfahren. Alonso macht sich schon bereit. Wir müssen noch die Q3-Reifen draufziehen. Autoeinstellung. So, und raus. Alles klar. Gegen Ende soll es ja regnen des Qualifyings. Wundert mich, dass wir jetzt auf den roten rausfahren können. Große Wellen sieht man auch noch nicht auf der Strecke. Hinter uns kommt ein Force India mit raus. Klar, auf einer schnellen Runde kann jetzt noch niemand sein. Autsch. Das klang wieder böse.
Wetterbericht. Wetterbericht, Chef. Wetterbericht. Das Radar zeigt keine Störung. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Wetterbericht. Wetterbericht. Im Moment droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Trockenreifen passen gerade am besten. Okay. Dann sei leise. Bestätige. Der darf vorbeifahren. Hier hinten ist eine schöne Lücke. Und überholen werden wir ihn schon nicht. Was geht's? Da scheint sogar die Sonne raus. Ja, schön. Ja, da bin ich jetzt zu wenig vom Gas gegangen. Hab den Randstein zwar etwas weniger erwischt als in der letzten Runde in Q2, aber dafür bin ich jetzt weniger vom Gas gegangen. Und das hätte uns vorhin schon passieren können, wenn ich da eben stärker auf dem Gas geblieben wäre. So, wir haben uns jetzt bloß die Heckleuchte etwas angeschrubbert. Und die Lücke nach vorne ist jetzt schön groß, nach hinten geht sie noch. Mercedes und ein Renault. Alonso mit der ersten Bestzeit, aber ziemlich langsam. Zumindest im Vergleich zu Q2. Ich lasse die noch vorbei. Alles asphaltiert bzw. mit Teppich zugepflastert, das ist doof. So wie hier Wiese wäre schön. Aber hey, was erzähle ich da? Nichts Neues. Stylieren die sich da auch noch. Damit kommt uns einer vielleicht gleich ganz nahe, der Sainz. Etwas zu spät gebremst. Hoffentlich fahren die gleich in die Box. Eine 7, ne? Etwas zu weit innen. Kostet Schwung. Anderthalb Zehntel, Mist. Ups. Strom hat auch nicht gepasst. Da habe ich geschlafen. Die Runde jetzt einfach mal so weiter, damit die Reifen auf Temperatur bleiben und ich vielleicht im Halbwegsrhythmus. Ich hier noch an Zeit gewinnen kann mit der Stromeinstellung von vorhin. Oh Mann. Die Anfahrt gefällt mir wieder. Ah, jetzt wird außen Mist. Scheiße.
2000, Mist. Das, was ich noch auf der Geraden gewinnen kann, habe ich jetzt verloren. Gut, die Runde wird es leider eh nicht. Damit sind die Reifen wieder gut angefahren. Vorne haben wir jetzt über 100 Grad. Auf der Vorderachse. Geht doch mal wieder. Die letzten 5 Minuten laufen. So, jetzt einfach nur auf der Geraden Gas geben und die richtige Stromeinstellung wählen. Dann kommt das schon von alleine die Bestzeit. Letzte Runde in Sachen Sprit, womöglich. 4. gewesen, Mist. Dann laden wir jetzt nochmal alles auf und fahren noch eine Runde. Aktuell vor Alonso, aber wir haben noch keine Fabelzeit, Alonso aber eben auch noch nicht. Also eine McLaren-Fabelzeit. So, letzter Versuch. 1,8 Tankrunden noch. Mist, wieder zu viel Anstein. Und 2000. Zwei Zehn Leugstand. Das wird nichts mehr. Schade. Die Bestzeit nicht in Q3 gesetzt, aber auch nur mit der Bestzeit in Q3 gekommen. Also mit der Q2 Bestzeit. Boxenstopp. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Die haben ganz schön was runter. Also wir sind 9. ja klar. Wir können froh sein, überhaupt in Q3 gewesen zu sein. Wir als McLaren. Ich denke mal, reifentechnisch wird das mit der Strategie kein Desaster, aber es hätte besser sein können. Keine Frage. Also Kimi hat wieder den Vorsprung ausgebaut.
Der steht nämlich gerade auf der 3, das ist ja sensationell. Und die beiden McLaren sind wieder nicht weit auseinander. Alonso eine Runde, wir 6. Das Qualifying ist abgeschlossen und wir können uns auf ein spannendes Rennen morgen freuen. Ihre Top 3 sind Hülkenberg, Sainz Junior und Lewis Hamilton. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Ist klar, Alonso auf einmal eine Sekunde schneller als bisher. Script ist klar. Aber deine Platz wird jetzt nicht so wild sein. Mit Startplatz 10 lässt sich ja noch gut was machen und mit den restlichen Q2-Reifen hoffentlich auch. Ich hoffe einfach mal, dass Codemasters da bei F1 2019 nachbessert, aber was hat die Erfahrung gelehrt? Ich sag nichts. Im Grunde könnten sie einfach nur alle doofen Sachen aus dem aktuellen Ableger verbessern und es würde für ein neues Spiel ausreichen, weil es an so vielen auf den ersten Blick unscheinbaren Ecken hakt. Aber das ist ja eben jedes Jahr so. Und ich hoffe einfach, dass ich ein gutes Rennen ablegen werde und bis dahin macht's gut und tschüss.